willkommen zu unserem Kieslowski-Abend. Wir haben Thema drei Farben eben weiß. Oberster Präsident. Ja. Mr. President. Ich möchte hier Ihnen eine Erklärung abliefern. Ja, dann red schon. Wissen Sie, wenn man eine Frau ist wie ich, wenn man einen Handstand kann, wenn man auf dem Kopf einen Kreis drehen kann. Das ist irrelevant. Wenn man zudem noch so talentiert ist und Gedichte aus dem Gedächtnis aufsagen kann, dann erwarte ich von einem... Bleiben Sie sachlich! Dann erwarte ich allerdings von einem Mann, ja, der vorgibt, mich zu lieben, ja, der außerdem behauptet, ein Gehirn zu haben, wie es bekanntlich das größte Sexualorgan ist. Dann erwarte ich von diesem, dass er seinen Prügel in meine Geschlechtsöffnung hereinpackt. Hast du denn kein Fortune gehabt? Hast du denn kein Glück gehabt? Nein, du hast verloren. Oh, es gibt Fehlbohr. Ich hab gehört. Ich hab gehört, dass du jetzt Single geworden bist. Ich dachte, ihr könnt einfach hier zu Hause herum den Premier abhängen, ein paar Mann und sonst gefunden werden. Wir brauchen auch selber Geld. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich dachte, ich soll noch einen Monolog halten oben auf der Treppe. Nein, das ist geil. Hey, Chris, doch, ich mag die Scheiße nicht mehr spielen. Warum? Ich steige aus, glaube ich. 1, 2 und ab! Gibst du eine Zigarette? Nee. Ich muss jetzt ins Hotelzimmer. Wie war das? Ja, genau, ins Hotelzimmer und den Rock ein bisschen höher. Arschfrei, die Hose. Arschfrei, bitte, ja. So? Ich mag diese Porno-Darstellung nicht mehr spielen. Das ist keine Porno-Darstellung, das ist... Ja, fuck. Das ist Arthouse. Ein großes, hässliches Areal. Hier mit dem kreisförmig eingegrenzt. Und dort ist ein Brackwasserareal gewesen. Da siedelten so ein paar dumme Bauern in Holzhütten, einfach und schlicht Unterkünften. 4 Stück. Die wussten nicht, dass sie dumm waren. Denn er hat gesehen, der Lars, er hat mit seinen Stilaugen sie ausgesprochen genau sehen konnten. Er hatte gesehen, dass Ikea und die Discounter auch schon zur Stelle sind. Hier oben. Und dann hat er für ganz wenig Geld, es mag ein paar Euro gewesen sein, hat er den dummen Bauern das Holzhaus abgekauft. Ja, in der Mitte hatte ich ein riesen Loch in mein Leben. Aha. Verstehst du? Alles habe ich da reingestopft. Ein riesen Dildo in der Form von der Statue of Liberty in New York. Alles! Aber es war niemals genug. Und weißt du warum? Etwas gefehlt. Die Liebe! Das kann das wir uns jetzt wiedersehen, du. Das ist mein Fax bekommen. Ich habe deinen Fax bekommen. Ich habe dich schon gefaxt. Und du hast es zu was gebracht, habe ich gesehen. Naja, ich bin stinkreich, aber unglücklich. Kauf dich etwas Schönes. Jetzt mach ich glücklich, mein Junge. Ja, ob es unglücklich macht, das kann ich auch nicht beantworten. Dann
man kann auch ohne Geld unglücklich sein. Naja, aber wenn man stinkreich ist, hat man es so gesagt, philosophisch zu sein, so wie du. Zu Schwalt und Fell zu schweifen, um ein Liedchen vorzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt bewegt sich, und nach dem Maße bewegt sich, sich alles angebracht. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen vorzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Ich bin zu Hause.